Was liebst du? Für was hast du Leidenschaft? Was treibt dich an? Mach diese Sache den Rest deines Lebens. Du wirst es nicht bereuen. Wenn du mehr möchtest im Leben, musst du mehr tun. Du arbeitest mit deinem Herzen an dieser Sache. Du arbeitest mit deiner emotionalen Seite an dieser Sache. Geh den ganzen Weg. Mach es nicht halbherzig. Setz deine ganzen Karten auf diese Sache. Widme dich der Sache. Mach es zu deiner höchsten Priorität. Du darfst kein Zuschauer sein. Du musst mitspielen. Geh ins Spiel. Was ist der Unterschied zwischen diesen ganzen erfolgreichen Menschen und den nicht erfolgreichen Menschen? Die erfolgreichen Menschen arbeiten, wenn die anderen Party machen. Sie arbeiten, während die anderen chillen. Sie arbeiten, wenn die anderen keine Lust haben zu arbeiten. Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, die kennen nichts anderes außer arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das ist der Unterschied. Elon Musk hat seine ganzen Unternehmen mit 0 Euro gegründet. Steve Jobs hat seine ganzen Unternehmen mit 0 Euro gegründet. Bill Gates hat seine ganzen Unternehmen mit 0 Euro gegründet. Die haben alle von nichts angefangen, die sind alle von 0 gekommen. Und jetzt sind die ganz oben. Das heißt, du, ich und der Rest der Welt kann auch das kriegen, was die anderen auch haben. Die gehören nicht zu denjenigen, die Glück hatten. Die gehören nicht zu denjenigen, die reiche Eltern hatten. Die gehören nicht zu denjenigen, die gute Connections hatten. Die hatten nichts davon. Die haben sich das alles selber erbaut. Du kannst ein Business mit 0 Euro starten. Du kannst an deinen Träumen mit 0 Euro anfangen. Du kannst etwas machen mit 0 Euro. Du brauchst kein Geld dafür. Wenn du von morgens bis abends hart arbeitest, wenn du dann abends mit dem Gefühl ins Bett gehst, dass du dein Bestes gegeben hast, dass du hart gearbeitet hast, garantiere ich dir, dass du Erfolg haben wirst. Niemand kann an deinem Traum arbeiten, außer du. Du musst diese Sache hinterher gehen, du musst daran arbeiten. Es liegt an dir, ob du deine Träume und Ziele verwirklichst. An dir, nicht an mir, nicht an deinen Eltern, nicht an deinen Freunden, an dir.